Brasilien hat das Potenzial, sich zu einer globalen Supermacht zu entwickeln. In den 1500er Jahren begannen die Europäer mit der Kolonisierung des amerikanischen Kontinents. In den folgenden zwei Jahrhunderten wurden zwei große Kolonien an der Atlantikküste gegründet: Großbritanniens 13 Kolonien und Portugals Kolonie Brasilien. Die 13 Kolonien erlangten 1776 ihre Unabhängigkeit und bildeten die Vereinigten Staaten. Brasilien folgte diesem Beispiel 1822. Mit ihrer Freiheit hatten beide Länder nun das Potenzial, zu Weltmächten aufzusteigen. Doch während die USA sich industrialisierten, nach Westen expandierten und unter einem freien, demokratischen System Einwanderer anzogen, behielt Brasilien eine überwiegend landwirtschaftliche Wirtschaft bei, die von Sklaven und schlecht bezahlten Arbeitskräften unter einer fehlerhaften Regierung betrieben wurde. Dies führte zu einer langsam wachsenden Wirtschaft, die stark von den Preisen für Rohstoffe wie Öl, Zucker und Holz abhängig war. Während die USA expandierten und schließlich zur dominierenden globalen Supermacht wurden, lag Brasiliens Wirtschaft viele Jahrzehnte zurück. Jetzt aber entwickelt sich Brasilien endlich und könnte zu einer globalen Supermacht werden. Seit den 1960er Jahren hat das Wachstum der brasilianischen Landwirtschaft, des Bergbaus, der Viehzucht und des verarbeitenden Gewerbes zu einem enormen Wirtschaftswachstum geführt. Zwischen 1960 und 2010 stieg das reale BIP Brasiliens um 409%, von 276 Milliarden US-Dollar auf 2,9 Billionen. In den 1990er Jahren beendete die Regierung eine Phase starker Hyperinflation und führte eine neue Währung ein, den brasilianischen Real. In den 2000er Jahren wertete der Real auf und Brasilien erlebte einen Wirtschaftsboom, der vor allem durch die gestiegene Nachfrage nach Rohstoffen in China und Indien angeheizt wurde. Mitte 2014 kam es jedoch zu einem Einbruch der Rohstoffpreise. Die Inflationsraten stiegen und nach einem Skandal wurde Präsidentin Dilma Rousseff abgesetzt. Der Real verlor schnell an Wert und Brasilien geriet in eine zwei Jahre andauernde Rezession. Die Wirtschaft begann sich zu erholen, bis sie 2020 aufgrund des Coronavirus erneut einbrach. Aufgrund dieser jüngsten Ereignisse spekulieren viele, dass Brasilien in einer wirtschaftlichen Situation feststeckt, die als Falle mittleren Einkommens bezeichnet wird. Die brasilianische Landwirtschaft, der Bergbau, die Lebensmittelverarbeitung und das verarbeitende Gewerbe sowie der Dienstleistungssektor wachsen jedoch alle schnell. Eine neue Welle von Entwicklungsländern wird das riesige Angebot an Rohstoffen nachfragen. Das Land ist gut gerüstet, um aus dem mittleren Einkommensbereich aufzusteigen. Bis 2050 wird Brasilien mit einem nominalen BIP von 11,4 Billionen US-Dollar wahrscheinlich die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt sein. Während die brasilianische Wirtschaft expandiert, wird die Bevölkerungszahl ihren Höhepunkt erreichen. In den nächsten 20 Jahren wird die brasilianische Bevölkerung voraussichtlich langsam wachsen, bevor sie im Jahr 2043 mit 230 Millionen ihren Höchststand erreicht. Dieses langsame Bevölkerungswachstum wird in Verbindung mit dem starken Wirtschaftswachstum zu einem erheblichen Anstieg des Pro-Kopf-BIP und der Lebensqualität in Brasilien führen. Prognosen zufolge wird Brasilien bis 2050 ein Pro-Kopf-BIP von rund 50.000 US-Dollar haben, also fast das Fünffache des heutigen Wertes. Und dieses langsame, aber vorübergehende Bevölkerungswachstum wird die Zahl der Arbeitskräfte in Brasilien aufrechterhalten, was dem Land einen Vorteil gegenüber Ländern wie Russland und Japan verschafft, in denen die Zahl der Arbeitskräfte zurückgeht. Nicht nur die brasilianische Wirtschaft und Bevölkerung werden wachsen, auch der politische Einfluss des Landes wird sich vergrößern. Im Laufe des letzten Jahrhunderts hat sich Brasilien als regionale Macht in Südamerika etabliert. Immerhin beherbergt es 49% der Bevölkerung und rund 48% der Landfläche des Kontinents. Brasilien übt massiven Einfluss auf seine Nachbarn aus, mit denen es durch die Union Südamerikanischer Nationen und dem Handelsblock Mercosur verbunden ist. Nun aber weitet sich der außenpolitische Einfluss Brasiliens weltweit aus. Im Jahr 2006 schloss sich das Land mit China, Indien, Russland und Südafrika zu den BRICS zusammen, wodurch es auf der Weltbühne Fuß fassen konnte und nun die Möglichkeit hat, mit den beiden größten Ländern der Welt zusammenzuarbeiten. Brasilien hat sein Engagement in der UNO verstärkt und versucht, einen ständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat zu erhalten. Es hat seine Auslandshilfe in Afrika aufgestockt und arbeitet an der Entwicklung engerer Beziehungen zu den USA und vielen europäischen Nationen. In dem Maße, wie Brasiliens politischer Einfluss zunimmt, wird auch sein Militär gestärkt. In den letzten 20 Jahren hat Brasilien ein Verteidigungsbudget von etwa 1,5% seines BIP beibehalten. Aus diesem Grund ist das Militär mit der Wirtschaft des Landes gewachsen.
Dem Global Firepower Index zufolge hat Brasilien heute das 9. stärkste Militär der Welt. Dennoch verfügt es nur über die 34. größte Landstreitkraft, die 24. größte Seestreitkraft und die 17. stärkste Luftwaffe. Diese Werte sind relativ niedrig, da Brasiliens friedliche und sichere geografische Lage keinen großen Schutz erfordert. Dennoch wird das brasilianische Militär in den kommenden Jahren weiter expandieren und möglicherweise zu einem der stärksten der Welt werden. Gleichzeitig wird sich der kulturelle Einfluss Brasiliens ausweiten. In den letzten 20 Jahren hat der Tourismus in Brasilien einen Boom erlebt. Von 1996 bis 2018 stiegen die internationalen Tourismuseinnahmen um 750%, von 444 Millionen Dollar auf 6,3 Milliarden. Rio de Janeiro mit seiner Christusstatue, dem Karneval und seinen atemberaubenden Bergen und seinen Stränden hat sich zu einem touristischen Hotspot entwickelt. Aber auch Sao Paulo und der Amazonas-Regenwald haben eine wachsende Zahl von Touristen angezogen. Darüber hinaus haben die Fußball-Weltmeisterschaft 2014 und die Olympischen Sommerspiele 2016 Brasilien zu einem der weltweit beliebtesten Reiseziele gemacht. Der Anstieg des brasilianischen Tourismus entspricht in etwa dem Wachstum des brasilianischen BIP und es wird erwartet, dass dies auch in Zukunft der Fall sein wird. Dieser Tourismus hat und wird die brasilianische Kultur verbreiten. Die brasilianische Küche hat einen wachsenden globalen Markt gefunden. In der brasilianischen Musik und im brasilianischen Tanz gibt es inzwischen unzählige verschiedene Stile, darunter Samba und Capoeira, die populär und zum Synonym für das Land geworden sind. Und schließlich haben Filme wie Rio das Image Brasiliens weltweit verbreitet. Neben dem kulturellen Einfluss wächst auch die wirtschaftliche Macht Brasiliens in der Welt. Brasilianische multinationale Konzerne gehören zu den größten der Welt. Petrobras, der staatliche Ölkonzern, ist in mehr als 25 Ländern der Welt tätig und das größte Unternehmen Südamerikas und das 70. größte öffentliche Unternehmen der Welt. Vale ist heute der größte Eisenerz- und Nickelproduzent der Welt und das 5. größte Bergbauunternehmen der Welt, das in fast 30 Ländern tätig ist. JBS schließlich ist das größte fleischverarbeitende Unternehmen der Welt. Es hat zahlreiche Unternehmen in den USA, Brasilien und Südamerika aufgekauft und beliefert heute 110 Länder mit seinen Exporten, was ihm die direkte Kontrolle über die weltweite Fleischversorgung gibt. Obwohl die Wirtschaft, die Bevölkerung und die politischen und kulturellen Einflüsse Brasiliens wachsen, hat das Land noch viele Probleme zu bewältigen. Zunächst einmal ist die Armut ein großes Problem. Etwa 20% der brasilianischen Bevölkerung lebt von weniger als 5,5 Dollar pro Tag. In Rio und anderen Städten gibt es zahlreiche Favelas, das heißt einkommensschwache, von Kriminalität geprägte Siedlungen, die von der Regierung oft vernachlässigt werden. Ein weiteres Problem ist die Bildung, bei der Brasilien im weltweiten Vergleich immer noch unterdurchschnittlich abschneidet. Hinzu kommt die Umweltzerstörung. Mehr Landwirtschaft, Holzeinschlag, Bergbau und Viehzucht sind zwar gut für das brasilianische BIP, aber schrecklich für die Umwelt. Von 2000 bis 2018 wurden durch die Abholzung 8% des Amazonas-Regenwaldes vernichtet, eine Fläche, die so groß ist wie Spanien. Diese Abholzung hat in den letzten Jahren noch zugenommen, beschleunigt den Klimawandel und bedroht zahlreiche bedrohte Arten. Ein weiteres Problem sind die Monopole. Während riesige multinationale Konzerne die wirtschaftliche Macht Brasiliens weltweit ausbauen, haben sie den Wettbewerb im eigenen Land unterdrückt und das Wirtschaftswachstum so behindert. Hinzu kommt, dass die brasilianische Bevölkerung zwar jung ist und wächst, dies aber in 20 Jahren nicht mehr der Fall sein wird. Bis 2050 wird die Zahl der brasilianischen Arbeitskräfte abnehmen, was ein großes Problem für die Wirtschaft des Landes darstellt. Und obwohl sich die brasilianische Wirtschaft diversifiziert, ist sie immer noch stark von Rohstoffen abhängig, was sie anfällig für Preisschocks macht. Riesige Unternehmen bestechen Politiker und öffentliche Gelder werden zur persönlichen Bereicherung veruntreut. Und dazu kam noch die Corona-Pandemie. Das brasilianische BIP ist im Jahr 2020 um 4,1% gesunken. Und im April 2021 hatte Brasilien die dritthöchste Zahl von Corona-Fällen der Welt. Die Pandemie hat als verheerender externer Faktor die Armut und den Hunger im ganzen Land verstärkt. Was können wir also über den südamerikanischen Riesen sagen? Trotz seiner Probleme hat Brasilien das Potenzial, eine globale Supermacht zu werden. Das Land wird eine der größten Volkswirtschaften der Welt sein, wahrscheinlich eines der stärksten Militärs besitzen und einen massiven globalen Einfluss ausüben. Was meinst du dazu? Wird Brasilien eine globale Supermacht werden?